Hallo Freunde, heute sind mir die Sprachen ausgegangen und darum werde ich euch einfach mal traditionell in Deutsch begrüßen. Wir sind auf dem Weg Richtung Route 3, nehme ich an. Ich habe mir ein paar Gegengifte gekauft, ein paar Pokébälle und da steht schon der nette Assistent vom Professor. Oh, Julio! Ich bin froh, dass ich dich hier erwischt habe. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich wurde gefragt, dir das hier auszuhändigen. So hier, nimm es. Julio erhält die Turbo-Treter, heißen glaube ich im Deutschen. Und ich ziehe sie mir auch gleich an. Hui. Wenn ich den B-Button gedrückt halte, kann ich rennen. Nun, ich muss wieder zurück zum Labor. Bye bye. Ich glaube, der ist schwul. Oh, und ist noch ein Brief beigefügt. Dear Julio, hier sind ein paar Turbotreter für meinen geliebten Herausforderer. Denk dran, ich werde dich immer unterstützen. Gib niemals auf. Von Mom. Meine Mom liebt mich. Könnt ihr das über eure Mom sagen? Tut mir leid. Also, Route 3 und... Das sieht aus wie eine Göre und Gören haben normalerweise Ratzfratzes, wenn es der Plural ist dabei. Viele Kämpfe heute, glaube ich. Entschuldige mich! Du hast mich eingestarrt, oder? Ja, so klingen alle Mädchen auf dieser Welt. Last Janice would like to battle. Last Janice sent out Pidgey. Ghost Sasquatch! Oh, dagegen habe ich keinen Vorteil. Mist. Naja, sollte auch reichen. Solange es nicht Sandwirbel macht, ist alles in Ordnung. Und kritisch hält, sehr schön. Und noch ein Scheiß, verdammt. Ich wechsle. Ja, ich versuche heute noch auf mein Glumanda auf Level 16 zu bringen. Damit ich mal hier mein erstes gescheites Pokémon habe. Ja, sehr schön. Tackle ist gut. Tackle tut keinem weh. Na gut, Smetbo vielleicht. Aber Sandwirbel tut viel mehr in der Seele weh. Spieler besiegt Last Janice. Du bist gemein. Und da oben ist ein Käfersammler, wie ich Käfersammler liebe. Käfersammler haben höchstens Safcons oder Kokunas. Warum gibt es eigentlich später keine Käfersammler mehr mit? Moment. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Später keine Käfersammler mehr. Die gibt es ja nur in den ersten paar Routen. Mit dann Sichlor oder Pinsirs oder. Gibt's sonst noch Käfer-Pokémon in der ersten Generation? Weiß ich gar nicht. Das könnte schon ein Smetbo sein, aber nein. Wir lassen unsere Pokémon nicht entwickeln. Denn Raupi ist viel, viel cooler als Smetbo. Und dafür kriege ich weniger EP hier. Das ist einfach scheiße, sowas. Glut, brenne. Weedle, brenne. Und noch ein Raupi. Ist einfach so die perfekt ausgeklügelte Kombination von Pokémon. Zwei Raupi und ein Hornio. Ich weiß, dass er sich keine anderen Käfer-Pokémon fangen kann, aber Gott. Spieler besiegt Käfersammler Colton. Du hast mich schon wieder besiegt. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Ihr seht alle gleich aus. Der hat aber einen Ratzfratz. Der sieht so aus, als hätte er einen Ratzfratz. Und ich hoffe, es kann nicht Typer sein. Aber ich glaube, das lernt es auch auf Level 14 erst. Das ist eine richtige Bastardattacke. Hi, ich mag Shorts. Das ist einer der berühmtesten Sätze aus ganz Pokémon. Sehr ja die Leute voll comfy und easy to wear. Sie sind komfortabel und einfach zu tragen. Ja, wer mag keine Shorts? Guck ihn dir an, diese Shorts, das ist einfach. Boah.
Youngster Ben, send out Ratata. Erinnert mich aus den aus dem zweiten Teil. Joey, der ihn jedes Mal anruft zu den dümmsten Zeiten und einem sagt, oh, mein Ratzfratz ist das beste Ratzfratz auf der ganzen großen weiten Welt. Ja, Tackle ist doch gut. Nein, nicht Quick Attack. Das habe ich ganz vergessen. Ja, muss ich drauf achten, sonst stirbt mein... Stirbt eins meiner Pokémon. Nein! Srettan, Ekans. Na, wechseln wir doch mal lieber zu Jalapenos. Und wenn ich nicht täusche, dürfte das dann genug sein für Level 16. Ja, Angriff geht runter, stört mich nicht. Noch einmal Glut und es wird wahrscheinlich mit einem HP überleben. Oh, Gott, Scheiße. Und Wickel und es... Ich hasse solche Attacken. Naja, früher war es schlimmer, da warst du dann ewig und 3 Tage drin gefangen und Level 16. Yes! Player defeated Youngster Ben und... Ich kann es nicht glauben! Believe it! Was? Ralapenos entwickelt sich. Und es dauert wieder viel zu lange für meinen Geschmack. Oh Gott, ey. Die sollten da die Jeopardy-Musik einblenden. Es dauert genauso lang. Yeah, Glutexo. Congratulations, your Jalapenos evolved to Charmeleon. Und der nächste Bugcatcher. Da wechseln wir mal. Na, 4 Trainer schaffen wir heute. Ist doch schön. Bist du ein Trainer? Lass uns gleich loslegen. Schon wieder so einer. Tragen alle Shorts. Das macht mir Angst. Greg would like to battle. Und ein Weedle. Ui. Ich wette, das erste, was es tut, ist mich vergiften. Na, nein, tut es nicht. Stimmt ja. Psycho ist ja effektiv gegen G. Hatte ich vergessen. Kokuna. Also ich werde es mal machen und wechseln, damit es noch auf Level 11 kommt. Ach ja, das kann wieder so ein schöner, unnötig langer Kampf werden. Ich meine, ich verstehe es nicht. Warum können die... Gott, warum können die sich nicht einfach aus Horny entwickeln lassen auf Level 7 und dann noch Giftstachel und Fadenschuss können? Ach, nee. Das ist genauso... So ein... Solche Kämpfe auszuführen, ist genauso sinnlos wie gegen Karpador zu kämpfen. Oder Barschwa oder andere Pokémon, die nur Platscher können. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt, aber bestimmt in der 5. Generation dann wieder. Oh, Karateschlag gelernt. Das ist doch auch schön. Caterpie. Ja, ich möchte wegfinden. Zurück zu Smetbo. Gut, komm zurück. Und Rouge, weiter mit dir. Und da ich 1 zu 1, 1 und 1, sprechen kann ich nicht, aber 1 und 1 kann ich zusammenzählen, wird er wahrscheinlich danach noch einen Safcon haben. Das dann epischerweise auch nur Härtner machen wird. Aber da bleibe ich jetzt noch bei Smetbo. Oh je. Oh, Safcon, wie unglaublich unerwartet das war. Oh Mann, oh Mann. Ah, Kampf ist gleich vorbei. 3, 2, 1. Ich kann nicht runterziehen, gescheit. Mann, Mann, Mann.
Aber Level 12, sehr schön. Lernt irgendwas. Psystrahl, Psychokinese, Ultra Attack, keine Ahnung. Wenn ich neue Pokémon hätte, hätte ich gewonnen. Ja, das ist schön für dich. Und an dieser Stelle machen wir Schnitt. Bis zum nächsten Mal.